Was ist Arbeit, was Freizeit? Eine Trennung, die klar gezogen werden muss. Aus zwei Institutionen ist im letzten Jahr Job-In entstanden, eine Berufsvorbereitungseinrichtung der Lebenshilfe Tirol für Menschen mit Beeinträchtigung. Zurzeit sind hier 12 Teilnehmer und 5 Mitarbeiter tätig. In einer Orientierungsphase werden eigene Berufswünsche und Fähigkeiten erkannt. In der Qualifizierungsphase werden die Klienten in verschiedenen Arbeitstrainingsfeldern jobfit gemacht. Am häufigsten arbeiten wir an den Sozialkompetenzen am Anfang einmal. Ganz wichtig ist am Anfang ein Bustraining für die ganzen Klienten, damit sie selbstständig nach draußen gehen können und selbstständig zu ihrer Arbeitsstelle kommen. Dann ist es wichtig, sich mit Berufsbildern auseinanderzusetzen. Welchen Beruf will ich wählen? Wofür bin ich geeignet? Was macht mir Spaß? Was möchte ich nachher später einmal langfristig machen? Ja, es geht in den meisten Fällen darum, also wenn es draußen scheitert, nachher weniger an den Fähigkeiten, sondern meistens mangeln wir sozialer Kompetenz. Also alle Primärfähigkeiten, die man braucht oder was jeder braucht, um in einem Job oder in einem Berufsleben erfolgreich zu sein, werden dort trainiert. Und da wird wirklich drauf geschaut, auf die soziale Kompetenz, auf das Zusammengehörigkeit, also, dass man wirklich teamfähig wird, dass man natürlich die Voraussetzungen, die wir alle brauchen, wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Selbstständigkeit, werden da trainiert und auch vor allem Teamfähigkeit wird trainiert. Ja. Bei 50 Firmen im Großraum Innsbruck ist es für die Menschen mit Lernschwierigkeiten möglich, kurze oder Langzeitpraktika zu machen. Bevor es soweit ist, lernen sie in einer Trainingsphase, selbstständig zu handeln und auch mit Stress und Druck umzugehen. Das Angebot wird von allen Seiten gut angenommen. Es hat ja auch schon eine Vorerfahrung. Es ist der Zusammenschluss von 2 bestehenden Einrichtungen, jetzt mit einem moderneren, noch ein offensiveren Konzept Richtung Arbeitsmarkt. Aber auch die Voreinrichtungen waren in der Beziehung schon sehr erfolgreich. Es ist zum Beispiel in den letzten 5 Jahren gelungen, 10 Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Und das ist eine ganz tolle Leistung. Es macht mir Spaß, ja. Es macht mir total guten Spaß. Und so, ich wäre auch vorbereitet für mein weiteres Berufsleben nachher, wenn ich davon fertig bin, irgendwann einmal. Diesen Schritt hat Ingo Malerch schon geschafft. Nach einem Praktikum bis 2014 ist er nun seit 2,5 Jahren bei einem Innsbrucker Möbelgeschäft fix angestellt. Der Ingomar ist immer 3 Stunden täglich bei uns, baut 3 Stunden täglich auf für uns und er ist dadurch auch eine Riesenhilfe. Wir sind einfach 15 Stunden Aufbauarbeit, die uns viel Arbeit abnehmen und wir deshalb auch sehr froh sind, dass er da ist. Also er ist auch ein wirklich sehr wertvoller Partner und Teil des Teams, worüber wir sehr stolz sind. Einige Kilometer weiter in Innsbruck arbeitet Nathalie Tander. Nach einem 3-wöchigen Praktikum seit Anfang Oktober in einer Fixanstellung. Ihre Aufgaben sind im Großteil die MHD-Kontrolle der Molkeabteilung und die Neubestückung der Molkeabteilung. Arbeitet dabei sehr viel mit dem Mitarbeiter, der die Molkeabteilung betreut, zusammen. Also wir sind unglaublich zufrieden mit der Arbeit von der Nathalie. Wir sind sehr froh, weil sie so eigenständig arbeitet und auch über die Molkeabteilung selbstständig rausgeht und in andere Bereiche reinschaut. Nicht nur ein Praktikum, der Sprung in den Arbeitsmarkt mit fester Anstellung. Die Klienten von Job-In nehmen teil am gesellschaftlichen Leben, da gehört Arbeit mit dazu.